Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg sorgt mit einem Post zum Krieg in Israel für Wirbel im Netz. Darin schreibt sie, Zitat, heute streiken wir aus Solidarität mit Palästina und Gaza. Die Welt muss aufbegehren und einen sofortigen Waffenstillstand, Gerechtigkeit und Freiheit für die Palästinenser sowie alle betroffenen Zivilisten fordern. Eine Botschaft, die schon Minuten später die heftige Kritik auslöste. Zu den Massakern der Hamas-Terroristen am 7. Oktober habe sie nicht Stellung bezogen. Zuvor hat Thunberg zudem laut Spiegel ein Statement geteilt, das als Aufruf zur Vernichtung Israels verstanden werden kann und in dem vom Genozid in Gaza die Rede ist.